Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Samcard und zu einem neuen Video. Und zwar gucken wir uns heute das Spiel Wodolz an. Soll wohl Tower Defense sein. Wodolz erinnert so ein bisschen an Voodoo und an Dolz, also an Puppen. Es sollen wohl Puppen sein, die so irgendwas beschützen. Wahrscheinlich irgend so ein Kern, wie man das so aus League of Legends kennt. Da beschützt man ja auch so einen Kern und hier ist es so ähnlich, aber... Hier ist es so ein bisschen grafisch anders. Das heißt, man kämpft um einen Globus. Ja, also ist auch ein bisschen grafisch so animiert, dass man sozusagen nach unten guckt. Also dass man weiter nach vorne guckt, dass es runterfällt und so weiter. Also man spielt sozusagen auf einer Kugel und ja, das im Tower Defense Stil mit Puppen. So einfach ist das. So, okay, wir gucken uns hier rein. Europe, okay, das ist gut. Settings, wir schauen mal, ob der Land wird. Deutsch, bitte Deutsch, bitte Deutsch. Jawohl. Deutsch, sehr schön. Okay, Englisch, Untertitel ist okay. Das können wir auch gerne machen. Untertitel. Ist jetzt an? Ja, ist an. Okay, speichern. So. Gameplay, müssen wir gucken. Ist das Personenperspektive? Ja, das finde ich immer gut. Kamera wackeln aus. Ich hasse das. Zielhilfe. Ja, von mir aus. Mega. Fadenkreuz. Auch okay, wenn das weiß ist. So. Grafiken. Maximal Bildrate. Blumeneffekt raus. Ja, wir lassen es mal aus. Vertikale Synchronisierung. So, reinmachen. Anzeige ist Vollbild. Okay, das ist alles gut so. Tastenbelegung, Sound. Müssen wir natürlich die Musik rausmachen. Zack. So. Blenddauer des Chatfenters. Ja, okay. Das denke ich mal, kann man noch nichts anfangen. So, starten. Also wir können Koop spielen oder wir können auch einzeln spielen. Wir fangen jetzt erstmal zum Reingucken erstmal den Einzelspieler an. Und okay, was ist das hier? Comedy kann man ja auch kopieren. Was ist das? Einladen bestimmt. Ah, okay. Man kann hier Freunde einladen. Okay. Prolog, das Gefängnis. Okay. So, Puppe auswählen. Ah, hier. So, man kann die Puppe auswählen, sag ich doch. Ja. Die haben halt verschiedene Fertigkeiten, diese Puppen. Hier sieht man es auch, was sie so ungefähr kann. Ah, Erdbeben, betäubt nahe Feinde und erzeugt einen Bereich, um die innerhalb dieser Puppen Schaden zu fügen. Also so ein Schadensbuff ist das hier und das ist so eine Betäubung. Okay. Dann sorgt dafür, dass dein Fernseher. Okay, Verängstigung, also ja. Na, verängstigen, also wegschicken sozusagen. Hex für eine kurze Zeit anvisierten Feind. Ich denke mal, der wird dann für dich kämpfen. So, Ebenbild von Illusion, dass sich in Richtung der Feinde bewegt, um sie zu absolieren. Also Ablenkung ist das hier. Das ist erzeugt im Bereich, in dem schwache Feinde für kurze Zeit gelähmt und stärker verlangsamt werden. Okay, also ne, Lähmung und Verlangsamung, das ist auch nicht schlecht. Theoretisch macht er eigentlich das hier schon weg wieder. Wo die ja alle betäubt. Okay. Das ist ein Heiler. Okay, heilt alle ein wenig. Hört vorübergehend den Schaden, lenkt Feinde ab. Okay. Ein Heiler ist natürlich immer gut, ne? Hm. Mal gucken. Wir nehmen mal den Heiler. Oh. Was hier? Angriff? Gibt es auch nochmal. Also sie haben Grundfähigkeiten und jetzt bekommen sie wahrscheinlich auch noch durch verschiedene Waffentypen bekommen sie auch nochmal verschiedene Angriffe. Okay, verletzt langsam, aber mächtige Hiebe. Schalke aufgeladen, der einen großen Bereich von dem Spieler abdeckt. Eine Axt, okay. Das hier wie so eine Art Degen. Herzdurchbohrer. Achso, magisches Schwert, okay. Dann ein Speer. Okay. Distanzangriff ist das. Distanzangriff ist immer gut. Was ist das hier? Messer. Okay. Okay, das sieht doch gut aus. Heiler und so Wurfgeschosse. Gut. Gucken wir uns das mal an. Prolog Gefängnis. Okay, Start. Ich bin bereit und los geht's. Das Gefängnis. Was man auch immer hier machen muss. Okay. Wir schauen mal. Mein Name ist Ogwe St. Fleur. Ich war ein Hungen, ein Voodoo-Priest. Aber one day,
A terrible event brought death among my people. I had to find what happened. So, I went through the veil and began a journey through the astral planes. Guided by the spirit of my ancestors, I traveled among the stars of billions of lives. Until I reached the darkness, the place where only doomed souls are admitted, hell. To enter this dark place, I needed help from within. I managed to seal a pact with four souls. I offered to free their souls in exchange for their protection. What follows is the tale of our journey. Ah. Okay. Gut, was muss ich jetzt machen? Mache einen Spaziergang. Oh, ich bin ein Messerwerfer. Okay, was muss ich hier machen? Nix. BASD. Kamera wechseln. Ah, okay. Cool. Okay, fetzt. Gut, oh, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich hier rein? Ah, kaputt machen. Okay. Ein Spaziergang. Also es ist jetzt nur ein Tutorial, ne? Das ist jetzt natürlich nicht das eigentliche Spiel. Der erklärt jetzt erst so ein bisschen, was man so machen muss. Und ich denke mal, der Multiplayer dann wird dann das komplette Spiel sein. Mit einem Weg hinaus. Ja, ist doch klar. Ich muss hier springen. Achso, es schaltet noch durch, okay. Also er bleibt nicht drauf, ist Schaltung. Oh, shit. Also Schaltung in dem Sinne, man muss Shift einmal drücken und dann schaltet man so zwischen den Modis. So meine ich das. So, zack. Gut, geschafft. Oh, erste Fertigkeit. Und schwerer Angriff. Zack. Warum treffe ich die nicht? Hä? Ah. Ah, es gibt keine Trefferanimation. Okay, also, ja, man sieht es nur oben an den Lebensbalken. Wir keine wirklichen Fähigkeitsanimationen, kann das sein? Durch das Healen. Kein grüner Schleier, nichts drumrum. Schade, geht das noch höher? Nee. Okay, schade. Oder ist das, weil ich den Blumeneffekt ausgemacht habe? Gucken wir mal. Okay. Okay. So. Ja, lass mich hier durch. Ja. Schweren Angriff. Okay, zerstöre die Tür. Reicht das Tor und warte, dass es sich öffnet. Und jetzt? Ah, einfach nur hin. Okay. Okay, okay. So, und jetzt? Reicht das Tor und warte, dass es sich öffnet. Okay, ich springe nach unten. Jetzt geht's los. Beschwöre den Puppenmeister. Beginne damit an der Kennzeichen Stelle den Puppenmeister zu beschwören. Verteidige ihn gegen Horden von Feinden. Wenn seine Lebenspunkte auf Null sinken, verlierst du. Okay. Geh weiter. Du hältst Flammen, indem du Feinde tötest. Gibt sie aus, um mehr Fallen zu bauen. Okay. Verstehe. Wie setze ich den jetzt? Auf dahin. Interagieren. Jetzt habe ich ihn beschwören. Okay. Ah. Wir sind sozusagen dafür da und müssen den jetzt beschützen. Okay, okay. Wähle die Falle, die du bauen willst. Kannst du auf Faden bauen? Türme nicht. Okay, Fallen auf Pfade, Türme nicht. Okay. Gut, vor dem Bau deiner Falle kannst du die Ausrichtung ändern. Q und E. Okay. Alles klar. Gut, was ist das? Ah.
Das sind Fallen. Und das sind Türme. Nochmal, wir stellen jetzt hier zwei Dinger hin. Und eine stellen wir noch hier hin. Da, schön an der Kreuzung. Ich hoffe mal, dass das der Pfad ist, wo die jetzt hinkommt. Und dann machen wir einmal hier Spike und einmal hier so ein Spike. Zack. So. Ah, mit X hat man sogar auch noch so eine Dings, okay. Vogelperspektive. Gut. Okay. Mit G starten wir die nächste Runde. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich mag ja Tower Defense, ne? Was geht los? Ah. Ja, sie gehen wirklich auf den Faden. Brauche gar keine Fallen, ich mache das so schon. Ich mache das so schon, okay. Oh, was ist das? Seelenglas, okay. Ja, genau. Ich stelle jetzt über mal so eine Türme hin, mal gucken, was die können. Wofür die da sind. So, kommen die nur von da, oder? Frage. Ah, hier ist so ein Riss, okay. Wir gucken mal. Denk mal bald, dass die auch von da kommen werden. Deswegen bauen wir da schon mal was hin. Oh, ist Welle 1 von 2. Ich denke mal, da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Da passiert was. Ey, die laufen einfach dran vorbei. Wow. Die laufen einfach dran vorbei. War ja lustig. Also du musst am besten zwei hier so hinsetzen. Dass die auch genau, ja, schön da reinlaufen. Das ist so ein kleiner ungewöhnlicher Shooter, ja. Mit Tower Defense Elementen. Guck mal. Zack. Victory. Okay. When our pact was sealed, I gave a body to my new protectors. A voodoo doll to host their spirit. Then together, they opened the gates of hell, allowing me to join their prison. Demons didn't wait to attack us, but I needed to focus on the ritual to escape the darkness. Thanks to my protectors, I managed to end my ritual. A rift opened, leading to a nearby world. I couldn't know then, but this was only the beginning of our escape. Okay. Die Puppen hat sich sozusagen Beschützer geholt. Okay, Levelabschluss. Ah. Muss ich wahrscheinlich mit allen vier noch machen. Wenn ich irgendwas kriege. Förderritual, Hugons Rasserei. Okay. Okay, jetzt machen wir einfach mal weiter. Das war jetzt erstmal Tutorial. Okay, findet die Insel. Prüfungen sind optional. Sie können nur vor Kampfbeginn aktiviert werden. Okay, schalte die Prüfung frei. Sprich auf dem Planeten mit, wer auch immer das ist, und die einzelartige Prüfung zu aktivieren, wenn du zu der Belohnung verdienen willst. Okay. So, was mit dir?
Ich kann dich nicht essen, gut. Ja, das meine ich jetzt. Aber das ist andere Perspektive. Warte mal. Ganz toll, meine Kamera mich wieder visualisiert hier. Jetzt. Jetzt hat sie mich. Oder auch nicht. Bald noch an das Licht hier, ey. So, denke mal, so ist okay. Okay, ja, jetzt sieht man auch schon diese Drehung. Oh, das wird echt ein bisschen. Oha, das ist ja krass. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also, meine Frau, die würde jetzt schon Kopfschmerzen kriegen. Für die wäre das gar nichts. Sehr gewagt, muss ich sagen. Also viele, ich dachte, das wäre nur, das geht nur langsam, aber das geht dann nach jedem Schritt, dreht sich das ja schon. Oha, das ist heftig. Also da wären einige Seekranke oder Reisekranke oder Epileptiker, denke mal, so viele Probleme mit haben. Krass. Okay, wir gucken jetzt mal, wo muss ich hin? Gibt auch keine großartige Karte. Hier ist Y. Irgendwas zum Einkaufen. Wenn die Feinde der nächsten Welle und die Fallen, die du besitzt, angezeigt. Ah, okay. Kannst du eine begrenzte Anzahl von Fallen auswählen. Du kannst die ausgewählten Fallen nach Belieben neu anordnen. Okay. Verstehe. Gut. Dämonischer Sklave, niedriger Dämon und Kobold. Okay, ist noch anfällig hier, steht auch da, okay. Okay. Drücke Taste X, um die Kamera zu wechseln. Ja. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die andere hier ist, aber scheint nirgendwo was anderes zu geben. Nur den Puppenmeister. Da was drin ist. Wer weiß. So, wenn ich den jetzt hierher hole, dann macht er sozusagen hier sein Ritual. Okay. Was? Kann ja doch gut was wegbauen, ne? Okay, hier sind die Wege gekennzeichnet. Oh, sogar mit Weg. Okay, von hier kommen sie also. Gut. Also werde ich hier spawnen. Ne, ist ja falsch. Gut. So, das ist der Weg. So, wir haben es gelernt. Ich muss ja am besten zwei hinbauen. Ach so, aber die werden nur verlangsamt, ne? Stimmt, so. Dann hier so ein Ding. Dann sollte das seinen Gang gehen. Ja, was machen die? Kann ich wieder nicht angucken. Warum nicht? Wie dieses scheiß Bildschirm hier ist. Mensch, er ist doch nun gut jetzt. Ich hab's doch verstanden. Jetzt kann ich wegen dem Mist hier nichts mehr drücken, ey. Nee. Dieser blöden Anzeige da. Naja, okay. Also man kann auch so bauen. Von da kommen sie auch. Okay, ich gleich mal hier. Eine hinsetzen. Hier auch. Ach.
Jetzt waren es die falschen. Ach Mist. Egal. Zack. Zack. Hier sieht nämlich ein bisschen größer aus, das ganze Ding. So. Okay, sollte erstmal reichen. Ja, wenn ich das anzeige, jetzt kann ich ja nichts machen. Also, naja. Egal. So, wir starten. Ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Ah, jetzt kriegen sie Schaden. Und die sind echt schnell. Ah, der will mich angreifen. Die sind echt schnell. Ich glaube, so Multiplayer wird das bestimmt auch echt fetzen. So, jetzt kommen die von da hinten. Oh, ich muss hier, brauche viel mehr so eine Dinger, so eine Fallen. Okay. So. Oh, hier drüben noch. Ah, die kommen wahrscheinlich eh nicht von da. Wir schauen mal. Was setze ich hier noch ein? Ich denke mal, hier so eine Verlangsamung Ding wäre nicht schlecht. Okay. So. Gut. Auf geht's. Bringt mir die Beute. Ich muss auch drauf schießen. Was ist das denn, ey? Hier kommt da nicht durch. Nix da. Okay, es ist echt knifflig. Aber dass ich das aktivieren muss, ist ja blöd. Oder sammelt er sich einfach voll? Ah, okay. Der sammelt sich einfach voll. Gut. Also ich muss es dann aktivieren. Okay. Verstehe. So, wo kommen die jetzt her? Aus beiden Löchern kommen die jetzt. Okay. Hier haben wir also ein bisschen genug verteidigt. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Verteidigung bauen. Ich glaube mal, wir bauen noch ein paar solche Dinger hier. So, zack. Damit sind wir dann schon ein bisschen gut bedient. Zack. Da stehen hier vier solche Türme. Hier drüben baue ich auch nochmal so einen hin. Zwei sind hier anscheinend zu wenig. So, 150 haben wir noch. Zack. Auf geht's. Sieht gut aus. Ah, die kommen ja kaum durch. Sieht gut aus. So, was jetzt? Ah, ein bisschen gedauert. Oha, oha. Ja.
Oha, oha, oha. Nein, 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 nein. Wir sind viel zu schnell. Wir sind viel zu schnell. Manchmal habe ich so das Gefühl, er trifft gar nicht richtig. Oder? Manchmal habe ich so echt so das Gefühl. So. Ja, hier muss ein bisschen mehr. Viel, viel mehr. Ich glaube, die Verlangsamung-Dinger fehlen hier. Ah, sieht gut aus. Hier noch so einen hin. Stimmt. So. Gut. Okay, ich kann die also aus der Ferne steuern. Die Dinger. Gut, na dann los. Wo kommen sie jetzt? Na, braucht aber. Los jetzt. Zack. Alle weggedasht. Mit einmal. Der war gut. Okay, scheiße. Da kommen sie. Da kommen sie durch. Okay, geschafft. Gut. Also es ist echt schwer, muss ich sagen. So alleine so schon schwer. Freischalt goldene Seele. Wenn du eine Welle überlebst, erhältst du goldene Seelen, mit denen du gebaute Fallen verzaubern kannst. Okay. Rituale Stütters. Erhöht die Zahl der Seelen, die gewährt werden, wenn Feinde darauf sterben. Donnertotem trifft Feinde in großer Entfernung mit Donner und fügt normalen Schaden zu. Okay. Cool. Weiter geht's. So, finde Iselin. Oh, jetzt habe ich hier so die Tussi hier. Die Verzauberung, eine Falle erweitert ihre Wirkung. Ah, wenn du eine Welle überlebst, erhältst du goldene Seelen, mit denen du gebaute Fallen verzaubern kannst. Gut. Okay, jetzt muss ich diese Frau da finden. Iselin. Okay, da ist mein Puppenmeister. Okay, wo ist die Iselin? Ah, so eine Ratespiele mag ich ja wieder. Oder was heißt Ratespiel? Suchspiele meine ich. Immer dieses Gesuche. Wo könnte sie denn sein? Wo ist sie? Na, hier könnte vielleicht was sein. Wenn ich dann mal da hochkomme. Ah, los geht's. Ah, ich bin irgendwie oben. Okay, was ist das hier? Ah, nur ist ein Riesenpilz nur. Okay, schade. Also doch nichts gefunden. Hier ist ein Riesenbaum. Was ist hier? Da ist er doch. Hab dich gefunden.
Gut, so, jetzt kann ich mit dir reden. Da bist du ja. Willkommen im Zauberwald. Ich brauche deine Hilfe, um die Feen dieser Welt vor den Dämonen zu beschützen. Prüfung annehmen, ja. Prüfung annehmen. Ja, toll. Da muss ich bestimmt Z drücken. Ja, Z. Sehr gut, halte während des Kampfes auch schon nach Feen. Sie leben in dieser Welt und befreien den Wald langsam von dem dämonischen Fluch. Leider versuchen die Dämonen, sie zu töten. Bringen die Feen zu diesem Feenbaum zurück, wo sie sicher sind. Okay. Also während des Kampfes. Okay, okay. Gut, schauen wir mal. Weil er sitzt natürlich auch genau in der Mitte, ne, der Typ? Das ist schon echt krass. So. Von da, von da, von da. Drei Wellen kann jetzt kommen. Okay, aber erstmal kommt von da eine. Das heißt, wir verteidigen von da. Gut, von hier kommen sie. Okay. Das heißt, wir werden jetzt erstmal... Können gar nicht so ein Teil hinbauen hier, ey. Doch. Dann verlangsamen wir die hier. Kann ich natürlich nicht hier hinbauen, ne? Das ist schon krass. Schade. So, verlangsamen. Dann machen wir jetzt hier die Kanone hin. Zack. Zack, zack. Aber wir versuchen mal, dass, ob die hier schon zerstört werden. Kann ich natürlich nicht bauen. Doch hier. Gut. Zack. Kann ich hier auch bauen? Nö. Okay. Ich denke, das reicht aber auch erstmal. Warte mal, die werden wir mal zurückerstatten. Und dann machen wir mal hier so ein Blitzding hin. Mal gucken, ob das gut ist, ne? So. Okay, Start. Oh shit, jetzt kommen wir noch Flugviecher. Eine Fee ist in Gefahr. Wo denn? Da hinten. Da hinten ist eine Fee in Gefahr, Alter. So eine große Viecher hier. Gut. Hallo Fee, ich hab dich gerettet. Toll. Ich habe sie gerettet und jetzt machen die hier meinen Typen kaputt. Oha, oha, oha. Du machst sie nicht kaputt. Zack. Das war sehr knapp. So. Und wo kommen die jetzt? Von da hinten. Von hier könnt ihr jetzt kommen, okay. Gut. Zap, zap, die müssen erstmal hier hoch und dann da lang, okay. Ey, das ist echt verwirrend, ne? Das ist echt ein bisschen verwirrend hier mit den... Oh. Krieg Schaden. Oha. Oha. Krieg Schaden. Das ist ja krass. Alter, wie wenig ich mich heile. Du hast gerade gesehen, wie wenig. Das ist ja wenig. Ach du Scheiße. Na gut, auch hier mal so ein Blitzding hin.
Dann machen wir hier so einen normalen Turm hin, wenn es geht. Zack. Wir machen einmal Verlangsamung. Ganz wichtig. Und dann versuchen wir auch so ein Teil jetzt, so ein Sammelding. Weil dann kriegen wir nämlich mehr. Nichts raus. So. Ja, so einen Turm könnten wir eigentlich noch bauen. Zack. So. Wie war das jetzt hier mit den Rückerstatten? Verzaubern. Zwei. Ich kann Türme verzaubern. Dafür brauche ich aber immer zwei. Wow. Ganz, ganz toll. Aber egal. Gut. Starten. Ich hoffe, die kommen jetzt nur von da. Also, die sind so schnell. Das ist echt krass. Und dann treffe ich auch kaum, ne? Außer die Großen. Die Großen brauchen etwas länger. Okay, geschafft? Nee, kommen immer noch welche. Wo? Da kommen immer noch welche, aber von wo? Jetzt bin ich gespannt. Von wo kommen die? Von da oben oder hier unten? Von da oben. Okay. Durch auch gemeine. Er zeigt da an. Also ich muss sagen, es ist echt schwer. Es ist halt ausgelegt auf Koop. Ne? Das merkt man auch. Oh, die können auch noch schießen, die Dinger. Okay, man heilt sich auch sehr, sehr wenig, finde ich. Echt wenig. Okay. So, wo geht's jetzt lang? Er meditiert hier schön. Kriegt von all dem nichts mit. Oh, jetzt kommen hier zwei Wege. Oha. Kann doch nicht mal irgendwie Platz frei machen oder sowas hier. Okay. Gut. Ja, die Blitzdinger, die taugen irgendwie auch nichts. Keine Ahnung. Irgendwie taugen die nichts, die Blitzdinger. So. Und jetzt versuchen wir einfach die, dass die hier ein bisschen gestunt sind. Zack. Das Ganze machen wir jetzt hier auch nochmal. Und Geld ist leider alle. So. Den letzten noch mal ein bisschen verzaubern. Zack. Oh, jetzt kann er dreimal schießen. Okay. Okay, alles klar. Los geht's. Ja, die laufen einfach über diese Fallen drüber. Es ist... Es bringt gar nichts hier. Und Schaden kommt auch nichts. Kommt auch keiner wirklich an. Also im Endeffekt kann ich mir die Türme sparen. So ist zumindest mein erster Eindruck hier. Ich kann mir echt die ganzen Türme sparen, weil die sowieso kaum Schaden machen. Im Endeffekt brauche ich die bloß diese Verlangsamungsdinger machen. Das macht irgendwie viel mehr Sinn. Oh, jetzt bin ich doch runtergefallen. Wollte ich eigentlich nicht. Ja, die gehen voll durch wie Butter, Alter. Treffe kaum. Oh, was ist das? Doppelte Punkte? Okay.
Aber so eine Fee habe ich auch noch nicht mal mehr gesehen. Das ist die Frage, wo kommen die jetzt raus? Ja, ich bin gespannt. Wo die jetzt rauskommen. Man bekommt auch nicht viele Punkte, sodass man viel nachbauen kann. Also das ist echt... In der vierten Welle kommen sie ja von überall, ne? Das ist ganz schön heftig einfach. Schön Rückenramm hier. Na gut, ich bin natürlich ein Heiler, ne? Kann natürlich sein, dass ich deshalb keinen Schaden mache. Weil ich eben kein Heiler bin. Aber guck mal, du kriegst gerade mal 3 Punkte. Oder kannst, ja, also eigentlich können sich das Drum aufwerten, aufsparen. Zumindest hier lohnt sich das überhaupt nicht, ja. Und naja, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, jetzt tun wir das mal überall noch ein bisschen verstärken. Also im Endeffekt, ja, so wie ich schon sagte, im Endeffekt brauche ich nur die hier so ein bisschen verlangsamen. Der Rest ist eigentlich vollkommen Wumpe. Oh. Eigentlich schon. Wohl. Die kommen eigentlich doch schon recht sehr geschädigt an. Ich glaube, wir bauen jetzt hier überall nochmal 2 Türme ran. Und dann sollten wir eigentlich auf der guten Bahn sein. So. Zack. Zack. So, auf der anderen Seite auch nochmal ein Turm. Hüpf. So. Ja, hier sind sehr wenig Türme. Okay. Dann hier nochmal so ein... Ah, reicht wieder nicht. Schade. Reicht wieder nicht, aber die Dinger können wir hier auch sparen. Also, die sind da so schnell drüber, dass sich das gar nicht lohnt, die überhaupt zu bauen. Wir bauen lieber hier so eine Dinger, wo sie verlangsamt werden. Das macht viel mehr Sinn. Und los geht's. Letzte Welle. Oha, kommen sie von da hinten. Und wie schnell die sind, das ist Wahnsinn. Wie schnell die einfach hier fast schon bei dem sind. Der hat hier gar nichts abgekriegt. So. Wo sind die nächsten? Also die Türme, finde ich, müssen noch ein bisschen angepasst werden. Beziehungsweise kann man die eigentlich auch fast schon weglassen. Weiß ich nicht. Wenn man das sieht, die sind völlig überfordert, wenn da 2 so eine Dinger sind. Und auch ich bin ja schon teilweise echt schon überfordert, wenn da so 3, 4 Leute auf mich rennen. Weil es einfach echt zu schnell geht, muss ich sagen. Also das ist echt krass, auch für die Augen so. Ist schon ein bisschen anstrengend. Auch, dass sich so die Welt so bewegt und so kippt, ist schon echt anstrengend, muss ich sagen. Also ich hätte es langsamer kippen lassen, nicht so schnell. Guck mal, bei jeder Bewegung kippt sich das. Das ist nicht so gut. Also auf Dauer kann man dieses Spiel nicht spielen. Und dann auch noch so schnell, so wirklich so schnelles Gameplay. Weiß ich nicht. Das könnte vielleicht bei einigen Spielern echt so einiges auslösen. Nur halt keine Freude. Ja, ich stehe genau vor denen, ne? Also man kann eigentlich wirklich nur
Dachte jetzt schon, ich wäre tot, ey. Okay, also man kann irgendwie nur die schwere Angriff durchspammen hier bei dem. Sonst. Oha. Ja, stimmt. Ich habe die Dings nicht, die Elfe nicht weggebracht. Ja, hätte ich vielleicht noch tun sollen. Ah, jetzt kriege ich, eine zweite Fähigkeit. Totem des Zerstörers. Verschließt Rüstungsbrände, Projektile auf eine mittlere Entfernung und fügt normalen Schaden zu. Okay. Gut, jetzt kommen also noch andere. So. Aber, ich würde sagen, für die erste Runde, das Spiel, es ist grafisch okay. Es ist eigentlich so von Gameplay-technisch, wie gesagt, sehr schnell. So wie ich es vorhin schon meinte, mit dieser Kippbewegung der Welt. Ich finde es ein bisschen too much. Ich würde das vielleicht begrüßen, wenn das ein bisschen langsamer geht. Das heißt, wenn die Welten ein bisschen vielleicht runder wären, größer, runder wären und dass es so langsam geht. Ne? Und nicht, sobald man sich bewegt, sofort, dass es dann Abfall gibt. Das verwirrt so ein bisschen die Augen. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Kopfschmerzen dadurch gekriegt, obwohl ich es eigentlich beim Zocken nicht so schnell bekomme. Dann noch die bunten Farben, ist es sehr anstrengend. Und das ganze Schnelle noch ist doppelt nochmal anstrengend. Also, ja, ich würde da vielleicht ein bisschen mehr diese Schnelligkeit rausnehmen. Ne? Allgemein, bei der Drehung der Kamera, bei der Bewegung und diese Monster auf jeden Fall, die müssen ein bisschen langsamer werden. Ja? Das ist einfach zu speedvoll. So. Und wenn dann nachher dann noch vier Spieler noch rumwuseln, denke ich mal, wird das noch chaotischer. Also, muss ich gucken. Ich spiele in der nächsten Runde, dann spielen wir ein bisschen Multiplayer. Und dann gucken wir uns auch diesen Modus an. Und deswegen, also hat euch das Video gefallen, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert das am besten auch noch. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen drüber. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.